Finde in diesem Video heraus, welche Dampfbürste die beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Wir starten mit der MLM-Land Dampfbürste. Diese Dampfbürste hat eine Eingangsleistung von 1600 Watt und benötigt 15 Sekunden zum Aufheizen. Sie ist mit einem abnehmbaren 350 ml Wassertank ausgestattet, der ein kontinuierliches Dampfen für 15 Minuten ermöglicht. Das Gerät ist für alle Stoffarten bestens geeignet. Neben dem Glätten eignet sich das Modell zur Abtötung von Keimen und Bakterien. Die Firma betont das leichte und kompakte Design, wodurch die Dampfbürste ideal für unterwegs ist. Die Maße betragen 11,5 x 11,5 x 25 cm. Dank des auslaufsicheren Designs ist eine horizontale und vertikale Verwendung ohne Wasseraustritt möglich. Die Dampfbürste kann für Kleidung und andere Textilien wie Bettwäsche, Sofas oder Vorhänge verwendet werden. Sie ist in Blau und Weiß gestaltet. Für eine möglichst hohe Sicherheit bei der Anwendung bietet die Dampfbürste einige Sicherheitsmechanismen. Ein Auslaufschutz wird einen Wasseraustritt und daraus resultierende Verbrühungen verhindern. Zusätzlich hat das Modell eine Abschaltautomatik, die eine selbstständige Deaktivierung bei leerem Tank oder einer Überhitzung des Gerätes garantiert. Weitermachen wir mit dem Tefal DT6131. Diese Dampfbürste ist mit einem abnehmbaren und transparenten Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 70 ml ausgestattet. Des Weiteren bietet das Gerät eine gute Hygiene und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Das Gerät eignet sich zum Erweichen, Auffrischen und Beseitigen von Gerüchen und Keimen. Der weiß-blaue Access Steam First ist für alle Gewebearten gedacht. Das Gerät wiegt 850 Gramm und ist 18,4 x 10,6 x 30 cm groß. Die Dampfbürste hat eine Dampfleistung von 20 Gramm pro Minute. Zum Lieferumfang gehören ein Bürstenaufsatz und eine Bedienungsanleitung. Tefal betont den starken und kraftvollen Betrieb mit einer Aufnahmeleistung von 1300 Watt. So ist das Gerät schnell einsatzbereit, da es innerhalb von 15 Sekunden aufheizt. So eignet sich dieses Modell gut für den täglichen Gebrauch zu Hause und unterwegs. Weiter geht es mit dem Grundig ST5550. Die ST5550 hat eine Aufnahmeleistung von 1000 Watt und benötigt eine Aufheizzeit von 60 Sekunden. Besonders erwähnenswert ist die konstante Leistung und die schnelle Einsatzbereitschaft. Das Modell ist für alle Stoffe geeignet und wird eine schonende Glättung ermöglichen. Des Weiteren können auch empfindliche Textilien verarbeitet werden. Dank des Bürstenaufsatzes entfernt der Steamer auch Falten aus dicken Stoffen. Das Modell erreicht eine Dampfleistung von 20 Gramm pro Minute und ist für den horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet. Die Dampfbürste ist mit einer elektrischen Pumpe ausgestattet, die für einen kontinuierlichen Dampfausstoß sorgen wird. Das handliche Design ermöglicht es, den Steamer sowohl zu Hause als auch auf Reisen zu nutzen. Der weiß-blaue Dampfglätter ist 730 Gramm schwer und hat ein 2 Meter langes Stromkabel. Der Wassertank bietet eine Kapazität von 200 ml und ist zum Befüllen abnehmbar. Ein praktischer Einfüllbecher gehört zum Lieferumfang.